Frisch geschlüpfte Küken sowie Kaninchen, aber auch kleine Löwen sind derzeit und außer Karfreitag noch bis zum 15. April viel bewunderte und oft fotografierte Anziehungspunkte im Schweriner Schlossparkcenter. Seit Anfang April stellt sich dort der Schweriner Zoo vor, um auf originelle Weise auf sein Programm zu Ostern hinzuweisen und schon mal ein bisschen vorzufeiern. Während an den Vormittagen angemeldete Schulklassen zum Basteln und zu den Tierführungen an den beiden Gehegen eingeladen sind, können an den Nachmittagen alle Schlossparkbesucher teilnehmen. Bei den kleinen Löwen handelt es sich übrigens um solche aus Pappmaché. Bunt bemalt unterstützen sie innerhalb der Aktion Leomanie den Bau der neuen Löwenanlage des Landeshauptstädtischen Tierparks. Wir wollen mit den Kindern zusammen die Tiere kennenlernen, die wir mitgebracht haben aus dem Schweriner Zoo, nämlich Kaninchen. Da gibt es ja immer Missverständnisse, ob nun Hase oder Kaninchen. Und aus dem Geflügelhof Janssen kommen noch kleine Hühnerküken, die sind heute gerade erst 4 Tage alt. Auch die stellen wir den Kindern vor. Und wenn sie ganz vorsichtig sind, dürfen sie natürlich dieses kleine, flauschige Küken auch mal streicheln. Selbstverständlich ist dann zu Ostern selbst am 16. und 17. April im Schweriner Zoo auch wieder jede Menge los. Ostern wird bei uns natürlich ganz traditionell wieder gefeiert. Das heißt, wir fangen am Ostersonntag direkt morgens um 10.30 Uhr mit unserer traditionellen Ostereiersuche im Zoo statt. Da haben wir dann 3000 Osterpräsente in dem Wäldchen bei uns versteckt, speziell für Kinder. Große Eröffnung um 10.30 Uhr. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Begleitprogramm. In unserem Forschercamp beispielsweise kann man sich die Ausstellung anschauen. Waldschule sind Küken im Brutautomat, die man sich anschauen kann. Auf dem Bauernhof ist ein bisschen was los und am Ostermontag geht es direkt weiter. Wir haben um 11.30 Uhr mache ich eine kleine Spezialführung. Da bekommen auch unsere Tiere ganz spezielle Ostereier geschenkt. Das ist eine öffentliche Führung, also wer teilnehmen möchte, einfach vorbeikommen. 11.30 Uhr bei den Bären geht's los. Und der Zoodirektor hat versprochen, dass der Osterhase am Osterwochenende mindestens einen Kollegen im Schweriner Zoo vorbeischickt.